Schon wieder eine Woche vorbei. Ja. Schon wieder eine Woche Corona. Wieder nicht zum Friseur kommen. Das sieht gut aus. Du siehst gut aus. Ey. Was ist das? Ich merke es leider nicht. Du siehst gut aus dafür. Siehst sehr frisch auch aus. Ach nee, das ist die Maske. Entschuldigung. Das ist die Maske? Ja, ich habe die Brille doof, wegen meiner Maske. Da habe ich das natürlich nicht gesehen. Ach so. Ja. Was ist das eigentlich für ein geiles Video? Und ich sehe dich nicht richtig und du hörst mich nicht. Ich höre dich nicht, ich sehe dich nicht und Lippe lesen kann ich auch nicht. Kannst du nee. Lippe lesen? Nee, also nicht deine nicht. Merkst du das? Ah, du hast, ja. Jetzt habe ich es gesehen, dass du eine Maske hast, alles klar. Es ist wirklich unangenehm ohne eine Maske, aber ich muss das sagen, wir sind ja, also ich bin heute durch Speyer gefahren, durch die Innenstadt am Fahrrad und habe tatsächlich die Leute beobachtet und es hat jeder eine Maske aufgehabt. Ja, es kostet ja 50 Euro, ne? 50? Ja. Überlege mal, für 50 Euro, was man da alles kaufen kannst. Maske, noch mehr Maske. Feinrib-Maske, ein T-Shirt von Feinrib, eine CD von Feinrib. Warte mal, da sind wir schon bei 30, 35, ja, und dann kriegst du noch einen Aufnäher. Ja. Für 50 Euro. Ja. Und wenn wir jetzt einen Webshop hätten, hätte man das Zeug sogar verkaufen, haben wir aber leider nicht. Da hat irgendwas gerade bei mir geklingelt. Scheiße. Ich weiß auch nicht, was das war. Nee, aber es macht ja nichts. Es ist ja bald Weihnachten, vielleicht haben wir ja noch ein paar Überraschungen. Weiß ich auch nicht. Vielleicht. Weißt du, es wäre auch langweilig, wenn man den Leuten immer alles gleich aufs Brot schmieren würde. Ich meine, es waren jetzt schon genug Andeutungen in dem Video drin, wo man sagen könnte, ach, mal 2021 könnte besser werden wie 20. Definitiv. Auf, ohne Scheiß. Definitiv. Also das sind ein paar Sachen wirklich jetzt gediehen. Ja. Also wir befinden uns jetzt momentan Corona-bedingt in einer sehr kreativen Phase, muss man schon sagen. Boah, Christoph, du siehst aber auch nicht besser aus. Ich bin das Sams. Bist du krank? Du hast so viele Punkte. Du hast die Maß an. Ja. Du siehst ja komplett anders aus. Bist du es wirklich, Christoph? Ja, wegen Brille und Pumpf. Die Leute erkennen dich nicht. Jetzt erkennt man dich. Jetzt geht's, ne? So, Christoph, ja. Der Stand. Was für ein Stand? Aufnahmestand, nicht den Stand. Oder eine Schuhe oder andere. Der Aufnahmestand ist ziemlich gut. Vor 12 Uhr waren es 7 Lieder. Ja, da hat sich nicht so arg viel verändert, weil es gerade momentan an der rechtlichen Front ein kleines bisschen hängt. Aber wir sind immer noch guter Dinge. Also wir sind noch hoch motiviert und voll dabei. Hört sich aber jetzt positiv an. Das hört sich auf jeden Fall positiv an. Okay. Ja. Was sagt Harry Hirsch? Harry Hirsch sagt, mit diesem positiven Vibes und diesem schönen Gemütszustand geht man zurück ins Studio und an die angeschlossenen Funkhäuser. Christoph? Wie kreativ waren wir heute? Entschuldigung. Ich weiß, du bist gerade eingeschlafen. Das Subject-Video war jetzt nicht so prickelnd, gell? Aber das letzte war doch gut. Du warst gar nicht da. Das wird der Grund gewesen sein, dass es auch ganz gut war, weil es wahrscheinlich, könnte ich mir jetzt vorstellen. Aber ihr wart halt echt auch so ihr habt ziemlich rumgemännert, ne? Was da heißt das? Harry in der Garage. Ah, ja. Wir haben gemännert, wer ist das? Ja, Power halt rumgemännert. Also halt mit Helm und Funke und Krach und allem. Aber wir haben es nicht verraten, für was das war. Kannst du vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkle bringen? Hm? Ich bin mir nicht sicher, ob ich das schon so richtig verraten kann. Aber was ich auf jeden Fall verraten kann und auch möchte, ist, wir wollen ein bisschen Wärme in die Herzen und Smartphones von unseren guten Palzrockers und Palzrockerinnen bringen. Und wollen dies Jahr, obwohl Corona ist, auch trotzdem gern euch die Adventszeit ein kleines bisschen erleichtern. Vielleicht auch die Corona-Adventszeit ein kleines bisschen Vorweihnachtszeit erleichtern. Und ich denke, jedes Jahr, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wir freuen uns immer sehr auf die Vorweihnachtszeit, weil wir da unseren Feinrib Adventskalender auch
wiederholen. Endlich, Und ich endlich. bin mir sehr sicher, dass wir das auch dieses Jahr auf die Reihe kriegen. Und das, was das jetzt mit der Rummännerei und und diesem Fass aus Stahl zu tun hat, das würde ich jetzt aber auch, ich hoffe, das ist in deinem Sinne, Monchi, aber das würde man jetzt vielleicht noch nicht verraten. Nee, das machen wir nicht.